So Leute, herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Heute gibt es ein kleines Opening, ein 18er Display Farbenschock auf Deutsch. Und ich denke mal, das wird schnell gemacht sein. Viel Spaß damit. Let's go. So, ich denke mal, das ist ein ganz gelungenes Set. Für ein Hauptset Schwert und Schild. Ich bin super zufrieden. Ich bin zwar nicht interessiert am Sammeln des kompletten Sets, aber ich finde es stabil. Also von den Karten her sehr gelungen. Gerade mit den Amazing Rares super toll gemacht. Tolle Artworks, die Full Arts super. Und deswegen auf jeden Fall ein tolles Lob. Waren ein Potrot und ein Kukuwai. Ich finde es klasse. Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon eure Lieblings-Pokémon gepult oder noch nicht so? Oder habt ihr überhaupt was davon geöffnet? Aber hier ist ein Pull, hier seht ihr schon. Eine Vieh-Karte müsste drin sein. Tanzer, Otaro, Granovil, Schwalbini, Tanzer und oh, ein Togekiss ist sogar eine Full Art. Eine Full Art, ganz nice. Zweite Booster, ein Hit. Das ist jetzt auch nur ein halbes Display, wie gesagt. Halbes Display heißt, 18 Booster sind drin. Das kann eine bessere und eine schlechtere Hälfte geben. Also sind komplett random. Man kann einfach gar nichts drin haben oder wirklich mehrere Hits. Kloptopus, Zapladin, Uratutex, Blumel, Wuffels, Glurak in Reverse Holo. Wow, das ist schon mehr als normaler V-Hit. Und sogar hier Doppelhit, ein Biondragi in V auch. Nice, Doppelhit, drei Booster, drei Hits. Nice, so kann es den ganzen Tag weitergehen. Voltoball, Fifien, Schuppe, Fanfi, Samurzel, Pepek und ein Relaxo in holographisch auf jeden Fall. Der schlafende Relaxo. Wasserenergie und das war's auch schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kann mich jetzt schon nicht beschweren. Pfiffchen, Pampuli, Tanzer, Fritzelblitz, Zwielicht, Relaxo nochmal in Reverse Solo und ein Metagross, leider nicht holographisch. So ist nun mal die Rare. Also hier gibt es auch eine schöne Pikachu Full Art Karte. Nicht das V-Max, sondern das schönere. Oder für mich zumindest schönere. Pipi und Pampros. So, let's go. Mal sehen, ob wir das schaffen, in weniger als 10 Minuten ein halbes Display zu öffnen. Elezeber. Tutox und ein Admurai, auch nicht holographisch, als normale Rare-Karte. So, ich denke mal, bei der Hälfte sind wir schon langsam angelangt. Eins, zwei mehr oder weniger, keine Ahnung. Felino, Glumanda, Schwalbini, Flecknoll, Voltoball in Reverse und ein Yanmega. Yanmega ist die Rare. Hier haben wir eine Deden, Felino, Yanma, Schwalbini, Wuffels. Oh, ein Zamazenta. Oh yeah, das haben wir zwar schon gezogen. Oder nee, habe ich das Zacian gezogen oder das Zamazenta? Ich bin jetzt verwirrt, Leute. Ich glaube, die habe ich tatsächlich noch gar nicht.
Auf jeden Fall als Reverse Holo das Beste, was man ziehen kann. Und dahinter verbirgt sich sogar noch ein Hit. Und, oh, eine Pikachu V. Also direkter Doppelhit, Leute. Nice. Auf jeden Fall hat sich das Display schon mal gelohnt. Sehr nice. Also das mit den Amazing Rares als Reverse Holo Slots, das haben die super toll gemacht. Super gelungen. Sehr nice. Ganoviel, Watzap, Cassador, Choupé, Mexikel, ein Bibor und ein Lucario. Lucario leider auch nicht holographisch, obwohl es ein sehr beliebtes Pokémon ist. Und weiter geht's. Pepek, Deden, Felino, Janma, Schwalbini, Trompek und ein Stalus. Wie? Wow, die Hits hören einfach nicht mehr auf. Also ich sag mal, das ist auf jeden Fall ein gelungenes 18er Display, Leute. Jo, 2, 3, 4, 5 Hits und das Glurak in Reverse Holo, was auf jeden Fall auch als Hit dazu zählt, finde ich. Kloptopus, Baumboll, Weilmeer, Rotomur, Flurmel, Scheimin und ein Zekrom in holographisch. Leute. So, die letzten Packs hier noch. 3, 6 Stück immerhin noch. Also wir haben immer noch die Chance auf einen weiteren Hit oder sogar 2, wer weiß. Lasst es uns herausfinden. Riolu, Castadur, Zwielicht, Otaro, Rotomur, Banett und unsere Rare-Karte ist ein Donphan. Nichts Besonderes. So Booster gibt es halt natürlich auch, ganz normal. Sonst wäre es ja blöd. Wenn jeder immer nur Hits, Hits, Hits haben wird, dann wäre die Nachfrage und das Interesse an tollen Karten ja gar nicht mehr da, weil es nichts mehr Besonderes wäre. Ein Blitzer in Rare Solo, auch coole Karte. Und ein Aquana, aber nicht holographisch. Die Karten sind leider als nicht holo drin im Set, aber trotzdem sind es tolle Karten. Trotzdem toll, dass die drin sind. Hornlio, Watzap, Pampuli, Pepek, Samurzel, Schwalboss und Elfun. So, 3 haben wir noch. Und 2 Minuten. Also ich denke, das wird ein 10 Minuten Opening für ein 18er Display. Leute, wer ist schneller? Voltoball, Ninkada, Britzige und Kaukto. Auch eine Non-Rare. Non-Holo. Hier noch ein Plutexo. So, vorletztes Superpack. So, habt ihr schon 18er Displays geöffnet? Wie war eure Ausbeute so? Hat sich es bei euch gelohnt oder eher gar nicht so? Oder habt ihr nur ein großes Display in Standard 36er aufgemacht? Oder gar nichts? Oder nur Top-Trainer-Boxen, Blister oder was? Hier haben wir nochmal Last Pack, Celebi Artwork. Und vielleicht haben wir hier nochmal einen letzten Hit. Fanfi, Tanhel, Weilmeer, Hornliu, Ganoviel, Papella und ein Dianse in Holo. So, das war's auch. Wie gesagt, keine 10 Minuten das Video. 5 Hits aus 18 Booster plus ein Glurak zusätzlich in Reverse Holo. Ich denke mal, da kann man gar nicht meckern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst euren Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video, euer Raff Pokémon.